So externe Bedrohungen. Also die einzige quasi individuelle Bedrohung ist die Pflegebedürftigkeit im Alter, die in diesem Set der großen, richtig großen Ängste im vorderen Bereich drin ist. Wenn man dem, also jetzt so, wenn man da mal hinschaut, dann habe ich den Eindruck, da hat sich etwas in diesem Angstportfolio der Deutschen in den letzten 20 Jahren gewandelt. Also von den individuellen, individualisierten Ängsten, Sorge vor eigenem Arbeitsplatz vermissen. Die Deutschen seien nach wie vor wir denken also nicht nur an Krieg, sondern auch an Flucht und Vertreibung. Der Politologe Manfred Schmidt schreibt, das habe die Gesellschaft so durchgeschüttelt, dass dadurch daraus ein Verlangen nach Sicherheit erwächst, das ungleich stärker sei als in anderen Ländern. Und ich würde Sie gerne, Herrn Strasser, vielleicht mal fragen, ob Sie das auch so sehen, ob wir ein Land sind, das mit Angst Sicherheitsbedürfnis in Deutschland besonders groß ist, das würde ich unterstützen. Ob das so mit Sicherheit aus dieser Quelle kommt, weiß ich nicht. Ich bin gebürtiger Holländer, weiß, dass in der holländischen Gesellschaft es, das kann sich ändern, wir haben dort jetzt eine Islamismusangst, die ja erstaunlich ist, aber in den ersten Nachkriegsjahren war ich sehr häufig in Holland und habe das dort gespürt, dass man dort einen sehr viel salopperen und zivilisierten